Hallo Leute, willkommen zu einem Video von mir, Sulfa von Freakin' Free. Es ist lange her und ich nehme diesmal mal sogar meinen Desktop auf hier, meinen awesome Desktop. Nein, aber es ist lange her, dass wir, beziehungsweise ich mal wieder zu euch gesprochen habe. Und zwar ist in den letzten Tagen, beziehungsweise Wochen wohl eher, eine Menge passiert. Ja, ich laber jetzt einfach mal so ein bisschen, das ist quasi so ein Vlog-Video, kann man das Vlog-Video nennen? Nee. Nee, ein Vlog ist ja, wenn ich mich selbst filme. Egal, das mache ich vielleicht irgendwann andermal. Wenn ich eine Kamera besitze. Irgendwann mal. Ja, auf jeden Fall. Die Tatsache ist zwar, ist halt, dass. Also, ich zähle jetzt mal von uns allen drei die Situation mehr oder weniger. Also von allen drei Mitgliedern von Freakin' Free. Also, einmal erstmal von mir. Und zwar, bei mir ist es momentan so. Ich habe jetzt, okay. Ich habe jetzt eine Ausbildung angefangen. Jetzt seit dem 1. August. Ja, wir haben August. Ja, wir haben August. Gut. ja, ich habe erst eine Ausbildung seit dem 1. August angefangen. Arbeite jetzt im Computerladen als IT-Systemkaufmann. Macht auch relativ viel Spaß. Ja, teilweise ein bisschen stressig. Jetzt auch wieder Schule und so weiter dabei. Montags und Dienstags. Und danach habe ich auch noch eine tolle Fahrschule. Und der Fahrschullehrer ist, wie ich einfach mal so sagen muss, irgendwie, er ist recht lustig. Er erzählt immer gute Anekdoten und das kommt irgendwie einfach gut an. Ja, auf jeden Fall, ja, halt Ausbildung, Fahrschule und deswegen komme ich momentan ein bisschen schlecht zum Let's Playen. Ja, einfach weil ich nicht so viel Zeit habe. Ich habe zwar abends ein bisschen Zeit, aber diese Zeit nutze ich eher als, ja, Freizeit und so weiter. Kann man es ja sicherlich auch verstehen. Ja, ich mache gerade irgendwelchen random Scheiß auf meinem Bildschirm, ja. Unwichtig, aber ja. Jetzt wäre ich fast auf Facebook gegangen. Nee, nee, nee. You will never see my real name. Und wenn ich es doch sehe, dann Scheiß drauf. Nein, aber auf jeden Fall. Ja, ich habe momentan also irgendwie. Ja. Ich habe halt irgendwie nicht so Lust, denn in der Woche abends dann noch zu Let's Playen. Weil da war einfach mal irgendwie meine. Ich habe recht wenig Freizeit. Ich arbeite von 9 bis 18 Uhr abends. Da noch eben den Laden sauber machen. Das heißt, ich bin, wenn ich mit nach Hause bin, ich um 6:30 zu Hause. Und dann, ja, am nächsten Mal wieder um 9 Uhr aufstehen. Und zur Schule muss ich natürlich, ja, noch früher aufstehen. Denn ich muss in eine andere Stadt fahren. Ja, so läuft das nun mal. Ja, was gibt's denn noch zu sagen? Das habe ich erwähnt, das habe ich erwähnt. Ja, mir fällt gerade nicht ein, was ich noch sagen wollte. Da, okay, dann gehe ich erstmal weiter. Und zwar, Dominik, also Craig, der macht momentan weiter Schule. Also, wir waren da quasi in meiner Klasse gewesen und der hat jetzt, der macht jetzt erstmal weiter mit der Schule. Und deswegen kommen auch von ihm keine Videos. Zumindest vermute ich mal, dass das der Grund ist. Weil momentan habe ich allgemein zu meinen Kollegen recht wenig Kontakt, weil halt Arbeit und so und ja. Nee. Ja, Arthur oder auch bekannt als hier Shadow Cloud, genau. Nee. Ja. Was soll ich zu Arthur sagen? Arthur ist auch eine Ausbildung. Ich habe zwar gerade überhaupt keine Ahnung mehr, wo das war. Lass mich kurz nachdenken. Warte, Arthur eine Ausbildung? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall. Nee, 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 Quatsch. Arthur keine Ausbildung. Arthur macht jetzt ein Praktikum. Quasi um sein Abitur zu machen. Das halbjährige Praktikum, was man machen muss. Das war auch bei einer recht guten Firma und da wird er auch wohl danach übernommen und das ist auch recht geil. Und ja, mit ihm habe ich auch recht wenig Kontakt. Hab gestern Abend mal wieder mit ihm gezockt. Ja. Und übrigens, ich war auch mit ihm in der Klasse gewesen, für die, die es noch nicht wissen. Also. Das hat sich alles so gebildet, irgendwie. Ja, ich mach schon wieder irgendeinen Scheiß hier auf dem Desktop. Ja, mehr oder weniger. Ja, ich mach mich wieder auch so mal auf meinen Desktop. Mit meinem tollen Toradora-Hintergrund. Weil Toradora ein awesome Anime ist. Und mit anderen Gedöns, die man sehen kann, den ich vielleicht hätte noch löschen sollen. Ja. Hukaris. Auf jeden Fall. Ich sag schon wieder auf jeden Fall. Das finde ich nicht gut. Gibt's noch irgendwelche Sachen, die ich noch ansprechen wollte? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe von meiner Situation erzählt, von Dominik's und von Arthurs Situation. Ich sehe gerade Marcel Davis im Fernsehen.
Gottes Willen, der regt mich leicht auf. Warte, ich mach den mal kurz weg. Viel angenehmer, ohne Masse da bist. fuck, das habt ihr bestimmt gehört. Ja, ich habe meinen Fernseher so toll an meinem PC angeschlossen. Also, das ist schon cool über HDMI. Hier, lasst mich das kurz finden. Ich wollte gerade noch irgendwas öffnen. Ne, 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 ne. Übrigens, ich bin noch auf Google Plus hier, Marcel. Aber ihr kennt ja meinen Vornamen, ihr kennt nur meinen Nachnamen nicht, also ihr werdet es niemals rausfinden. Außer ihr googelt vielleicht eine Stunde, ich weiß nicht. Gibt doch alles Mögliche. Da gibt es schon findige Leute, die was finden. Auf jeden Fall, ich labere um irgendeinen Scheiß drumherum, weil ich nicht. Keine Ahnung mehr. Ja. Ich sollte vielleicht noch was zum Let's Play sagen, und zwar. Ich denke, ich werde vielleicht am Wochenende. Noch als kleine Randinfo. Ich muss auch samstags arbeiten von 10 bis 1. Ist leider so, komme ich nicht drum herum. Das heißt, mein Freitag ist mal so ein bisschen in Dutten. Na, ist ein bisschen scheiße, aber who cares? Okay, ich care, aber egal. Und vielleicht mache ich das auch jetzt gleich noch, obwohl, nee, jetzt habe ich irgendwie keine Lust mehr. Ja, ich werde auf jeden Fall mein Spyro-Let's Play weitermachen. Ich hoffe, ich habe nichts gelöscht bis jetzt, weil ich habe ein bisschen aufgeräumt auf dem PC und. Aber ja, ich sehe es doch schon auf dem Desktop, also. Kein Problem, das kann man easy, easy weitermachen. Sollte also nicht das Problem dastehen. Dastehen, darstellen. Und, noch als kleine Info, das muss ich euch ja auch mal zeigen hier. Hoffentlich seht ihr das jetzt auch alle. Hoffentlich ist es auch ruckelfrei. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob alles ruckelfrei ist, muss ich nochmal dazu sagen. Das ist von meiner alten Klasse, quasi der M-Craft-Server. Und nein, ihr braucht es gar nicht versuchen, das Ding hat eine Whitelist und da kommt ihr nicht drauf. Tut mir leid. Ihr kommt auch mit dem Hack-Client nicht drauf, das geht auch nicht. Tut mir leid. Nee, auf jeden Fall, ja, das ist unsere Minecraft-Welt. Kann ich ja mal kurz was so erzählen. Weil ich gerade irgendwie voll Bock auf Labern habe. Ich habe gerade wieder voll Bock, allgemein irgendwas für den Channel zu machen. Ich überlege mir noch was. Und zwar haben wir quasi angefangen. Also, wir waren irgendwie zwei Parts in der Klasse. Wir hatten auch zwei verschiedene Servern gespielt. Und die Stadt fing quasi hier an. Das ist so eine große, das ist quasi die große Stadt. Das ist auch die. Vielleicht finde ich es auch gerade hier. Moment. Ich muss. Ja, hier, genau. Das ist. Das kann man schlecht sehen von oben. Das ist O2 Town. Und das ist quasi so die, ich sag mal, die große Stadt mit Anführungszeichen, wo jeder Bau, wo alles auseinandergebaut ist, also ohne, ich sag mal, ohne viel Struktur, ohne einheitliches Bauen mehr oder weniger, also wo jeder einfach so baut, wie er möchte. Das sieht man hier auch, also es war am Anfang nur hier alles so ein bisschen, wurde es immer größer, wie man hier sehen kann. Ich sehe gerade hier eine riesen Farm, ist auch noch nicht aufgefallen. Okay. Und ein extrem hässliches Gebäude, muss ich echt mal sagen, das habe ich schon gesehen. Und dann wurde es hier mal größer und so weiter und hier auch und ja. Und dann haben wir noch diese, ich sag mal, kompaktere Stadt mit irgend sowas Komischem hier. Wieso ist das gelb? Ach, so ein Fackensein, auf jeden Fall, das kann man hier auch nicht ganz recht gut sehen. Creeper Town. Hier steht ein Creeper, der ist irgendwie nie fertig geworden. Hier stehen Hochhäuser, mehr oder weniger, die aber auch mit Holz und Stein sind. Und hier sind noch mehr Häuser. Und hier ist noch eine Wüstenstadt, Morok. Da stand mal was. Und dann geht's halt so weiter hier. Und ich scroll mal ganz los. Ich gehe mal ganz weit, weit, weit nach unten. Da haben wir übrigens ein riesengroßes U-Bahn-System gebaut. Dann haben wir hier mal so, quasi so mehr oder weniger so versucht, hier eine neue Stadt zu gründen. Und das ist Snowfall White. Die habe ich gegründet, mehr oder weniger. Und das ist so die Burg von meinen Kollegen, die er da gebaut hat. Sieht richtig cool aus. Nur leider spielt momentan irgendwie überhaupt keiner mehr aktiv. Das hat mehrere Gründe. Ein Grund ist auch zum Beispiel, dass ich Hack-Clients ausgeschlossen habe, weil irgendwie drei Viertel unserer, ja, also drei Viertel der Kollegen von den Kollegen, die irgendwie quasi die Hauptcommunity ausgemacht haben, haben auf Hack-Clienten gespielt, was ich im Endeffekt nicht gut fand. Deswegen sind die auch raus. Ja. Und das ist quasi die, ich momentan heißt sie hier Testwelt. Das habe ich übrigens alleine gebaut. Das wird quasi die neue Map mit dem neuen Patch in Minecraft. Und ja, das ist quasi so
Stadtzentrum-mäßig, also das ist quasi die große Stadt, das ist alles mit Zentrum und so weiter. Ist noch lange nicht fertig, man sieht hier schon die ganzen Grundstücke hier. Es ist immer wieder so ein bisschen verworfen worden, erst waren es so kleine, jetzt sind es größere. Also es steht alles noch so ein bisschen Stern, obwohl ich mich bald beeilen muss, weil irgendwie ja Ende diesen Monats, das sind, oh Gott, das sind noch 5 Tage. 5 Tage, also in 5 bis 15 Tagen soll der Patch rauskommen, gefühlterweise. Ich muss mich ranhalten, weil ich übrigens nämlich auch Server-Admin auf dem Ding bin hier. Und dann wird das halt so ein bisschen geöffnet, dann, ja, jeder kann hier, ich möchte gerne den Server public machen, dass viele Leute spielen können. Aber da fehlen mir irgendwie, da fehlt mir die, momentan der Bock zu. Und momentan irgendwie auch, ja, also nicht nur der Bock zu, sondern auch, ich sag mal, die Erfahrung der Server-Administration. Mir fehlen halt gute Server-Admin-Tools. Mehr oder weniger. Außerdem habe ich das Problem, dass ich nicht, ich bin zwar Server-Admin, mir gehört der Server aber nicht, sondern einem Kollegen, also dem damaligen Chef meines Kollegen. Die sind zwar noch gut im Kontakt, aber ich muss halt immer meinen Kollegen fragen. Der ist, naja, natürlich, wenn ich ihn gefühlte jeden Tag einmal was frage im Server, um was draufzuspielen wegen Mods, ist der natürlich genervt, deswegen lasse ich noch momentan recht gut in Ruhe. Meine Güte, ich auf, ich laber schon wieder. Ja, auf jeden Fall, das wird dann quasi Stadt und dann wird das halt mit solchen, ich habe einen Mod gefunden, mit dem kann man Portale machen. Also quasi, nicht Portale in Nether hier, sondern einfach Portale irgendwo anders hin. Und dann wird das quasi so gemacht, wenn die neue Map da ist, wegen der Map-Generation. Also der Generation, wegen neuen NPC-Dörfern und so weiter. Dass dieses Gebiet hier quasi, ja, da kann jeder bauen und so weiter, kann auch außerhalb hier bauen, aber ich sag mal, die schon generierten Gebiete hier werden einfach mit den Portalen überbrückt dann. Ja, so stelle ich mir das zumindest vor. Das kommt auch recht gut bei den Leuten an. Die Altstadt wird dabei gelöscht hier, weil es einfach nicht mehr zeitgemäß und wegen den Hackklienten und blabliblub sind zu viele Items ins Spiel gekommen. Ja. Eigentlich war das jetzt so oder so. Dieses mit Minecraft war jetzt überhaupt ein Thema, was ich gar nicht ansprechen wollte. Ich auch gleich so einen Podcast machen, so wie hier mein, ja, ich muss es ja auch, kann ich auch gleich mal sagen, hier, ihn hier vergötter ich ja so ein bisschen, weil er ist einfach nur awesome hier, Just Divinio, Ollalol, Roffelol. Und ja, worauf wollte ich hinaus? Genau, dann kann ich auch gleich so einen Podcast machen wie er, wenn ich schon so viel laber und irgendwie Bock auf labern hab und über Themen der Welt sprechen, aber dann, wo er so PC-technische Themen hier, Anonymous und Webseite der GEMA vom Netz, das ist ein recht interessantes Thema. Wo ich aber auf jeden Fall sagen muss, ich stehe auf jeden Fall auf Seiten Anonymous, weil Anonymous einfach nur toll sind. Die machen eigentlich immer so gut wie immer, eigentlich fast immer Sachen, auf die, wo ich auch auf deren Seiten stehe. Muss ich ja ehrlich sagen. Ja, ich glaube, ich habe, ja, jetzt ist, glaube ich, Luft raus. Auf jeden Fall, ich mache, glaube ich, vielleicht mal so in den nächsten Tagen, vielleicht morgen auch schon, so ein kleines Video, wo ich einfach nochmal die, unsere alte, mehr oder weniger alte, bald alte, kann man auch sagen, Minecraft-Map einmal kurz so zeige, so im Rundlauf und wie das so aussieht, was wir so gebaut haben über lange Zeit. Wir haben ja wirklich eine Ewigkeit in der Map gebaut. Nur es ist halt, dass die Motivation schnell verloren ging immer wieder. Aber ich glaube mit Patch 1.8, mit den hier, mit den neuen NPCs, Dungeons und allem anderen Zeugs hier, dürfte sich das alles recht erledigen. Also da wird wohl so viel Fun wieder ins Spiel kommen, habe ich das Gefühl. Zumindest hoffe ich es. Denn dafür werde ich den Server nämlich auch wieder aufbereiten. Und da wird dann hoffentlich so viel Fun ins Spiel kommen, dass wir die Leute wirklich über eine lange Zeit halten können. Zumindest, ja, lange Zeit auf. Also ich werde glücklich, wenn wir 1 bis 2 Monate. Das ist mir eigentlich schon vollkommen genug, was das Halten von Leuten angeht. Jetzt zumindest von meinem persönlichen Freundeskreis. Ich denke mal, 2 Monate sind schon recht viel. Aber ich denke mal, so ein Monat, das dürfte schon gut klappen. Vor allem, ich glaube, 2 Monate so oder so nicht, weil es kommen ja bald noch Skyrim und Battlefield 3 und meine ganzen Kollegen sind total geil auf Red Orchestra 2. Wo ich ja sagen muss, na, ich bin kein Red Orchestra-Fan. Ja, ich gucke mir das an, weil meine 2 Kollegen, von denen ich jetzt also schon mal direkt weiß, die bestellen sich das. Also vorbestellen, dann kommen die in die Beta und die Beta werde ich mal anspielen. Und wenn mir die Beta gefällt, hole ich mir das auch. Denn er bekommt, nämlich weil sie meine Kasse 1 haben, bekommen sie gleich mal, ich glaube, das waren 20% Rabatt auf den neuen Teil, was ich extrem übel finde. Also kriege ich den Teil für 28 Euro.
Und naja, ich will ja nicht sagen, dass das neue, für ein neues Spiel 28 € ist extrem günstig. Aber ich muss noch, wie gesagt, gucken. Ja, ich hoffe mal, dass mir die Aufnahme jetzt geglückt ist. Ich hoffe, dass ich euch mit meinem, ja, wie nennt man das? Das ist auf jeden Fall kein, das ist kein Vlog. Ein Videolog ist ja Videolog. Ja. Wie nenne ich das? Podcast kann ich es auch nicht nennen. Bekannt machen ist auch irgendwie zu langweilig. Gedöns mit Sulfa nennen wir es einfach mal. Nee, irgendwie anders. Mir wird schon was einfallen, was euch gefallen wird, vielleicht auch. Vom Namen zumindest her. Ja. Was ich natürlich auch nochmal sagen muss, weil ich habe das auch auf Semper-Video so gesehen. Wie man YouTuber am besten unterstützen kann. Ich hasse es eigentlich so danach zu fahren, so ganz direkt, aber wie man YouTuber am besten unterstützen kann, ist ja wirklich so, wenn ihr bei den Videos einfach mal einen Daumen hoch gebt oder kommentiert, weil Kommentare helfen uns natürlich, jetzt so als Let's Play Channel auch allgemein. Kommentare helfen uns einfach, herauszufinden, was machen wir falsch, wie können wir es verbessern, oder einfach nur Kommentare als Feedback, also so, oder nette Kommentare sind auch wieder mal nett zu hören, weil ich meine, jetzt zum Beispiel, wenn ich euch die ganze Sache sage, ihr seid scheiße, dann ist es recht demotivierend, aber wenn ihr jetzt unter 10 Leuten, die sagen, es ist scheiße, ist jetzt einer dabei, der sagt, das hast du toll gemacht, ist dieses 10-mal scheiße, 20-mal weg, kann man sagen. Okay, das wäre echt ein scheiß Beispiel, aber egal. Weil so ein, ich sag mal, so ein nettes Kommentar ist halt immer extrem aufbauend und gibt gleich wieder Bock auf mehr. Also, ich sag, ach, ich mach jetzt mal so einen Standardspruch. Hier. Anschauen, favorisieren, kommentieren, Daumen hoch. Ja, Daumen hoch, genau. Favorisieren müsst ihr nicht unbedingt machen. Ich weiß, irgendwie so Let's Play-Videos werden selten favorisiert. Zumindest laut meinem Kenntnisstand. Also so ein Daumen hoch einfach nur. Das wäre schon mal gut, weil ein Daumen hoch, ja, ist halt auch Feedback-mäßig. Braucht ihr keinen Kommentar schreiben, einfach nur Bäm und dann weiß ich so, oh, das gefällt euch, das finde ich gut. Ich hasse es, sowas zu sagen. Tut mir echt leid, tut mir leid. Aber ich habe es halt bei Seppel-Video gesehen, da kann man ruhig mal so dezent nachfragen, obwohl das nicht ganz dezent war. Aber ja. Okay, 17 Minuten. Scheiße. Viel zu lang. Zumindest kann ich bei 15 Minuten aufnehmen. Auf jeden Fall, danke, wenn ihr überhaupt so weit geschaut habt. Ja. Bis dann.